herzlich willkommen zu einer neuen Folge Odys im Auftrag des Königs. Ich werde nun zu Cyan gehen und ihn mit den Worten Enotar Arunes Kartan schwächen, bevor dieser das Buch mit den Schutzzaubern in seine Gewalt bringen kann. Doch da muss ich erstmal Gregor fragen, ob ich da überhaupt rein darf. Ich soll zu Cyan. Kannst du mich in die Kapelle teleportieren? Ja, wenn es unbedingt sein muss. So, und da wir ja von Cyan wissen, dass das Buch noch irgendwo hier versteckt sein muss. Vielleicht irgendwo oben? Nein? Muss doch hier sein. Soll doch offensichtlich hier in seiner Buchvitrine sein. Oder habe ich hier wieder was verwechselt? Okay, dann gehen wir mal ein bisschen dichter dran vorbei. Ein bisschen weiter auseinander. Nee, sowas bekloppt es jetzt aber auch. Wo ist das Buch? Da bin ich hier falsch. Okay. Cyan. Ich bin zurück und Cyan angreifen. Unterweise mich. Lehre mich des zweiten Kreises. Bla 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 bla. Jetzt greifen wir da an. Den Cyan. Ich bin zurück du und... Wärst besser nicht rede nicht so viel. Sag mir jetzt lieber, wie man den Aquamarin auflädt. Was? Was? Enotar, Arunis Kartan. Nein, du Narr. Du weißt ja gar nicht, was du getan hast. Doch, doch. Ich spüre, meine Kraft schwindet. Jetzt bist du dran. Du hast diesen Ort schon lange genug entweiht. Nein, Belia, hilf mir. Jetzt begreife ich, du bist so ein elender Innos-Anhänger. Aber du kommst zu spät. Das Buch mit den Schutzzaubern ist bereits in meinem Besitz. Jetzt muss ich nur noch... Wir sehen uns. Wieder. Oh, jetzt haut er ab. Oh, da ist er, Kayo. Grüß dich, Kayo. Hey. Hier bin ich. Hey. Cyan ist weg. Verdammt, Cyan ist weg. Er ist einfach verschwunden. Und er hat das Buch. Für Adamos ist es gut, dass er endlich weg ist. Aber wer weiß, was jetzt daraus werden wird. Aber seine Präsenz wird diese Insel nicht mehr stören. Dafür danke ich dir. Und was ist mit dem Buch? Was soll damit sein? Oder hat er dir etwa verraten, wohin er geflohen ist? Nein, leider nicht. Dann können wir leider nichts mehr machen. Ich hoffe aber, dass ich mich geirrt habe und er jetzt nicht so viel Schaden anrichten kann, wie ich zuerst befürchtet habe. Ein ziemlich schwacher Trost. Ich verstehe dich gut, aber vertraue auf Innos, mein Sohn. Vielleicht wirst du ja Cyan wieder irgendwo begegnen und ihm das Buch wieder abjagen können. Aber genug davon. Ich werde jetzt hier noch ein wenig aufräumen. Die Kapelle muss wieder von Belias Aura gereinigt werden. Das sehe ich aber auch. Ah, er kann auch meinen Teleport machen. Draußen generieren. Dann könnt ihr euch ja wieder euren Studien widmen, Meister Kayo. Wenn das so einfach wäre. Ich versuche, einen wertvollen Trank herzustellen. Doch fehlen mir noch mehrere Zutaten. Aber auf dieser kleinen Insel bekommt man ja nichts. Was braucht ihr denn? Vielleicht kann ich es ja besorgen. Das syrianische Öl? Das ist gut gemeint, aber auch du wirst mir nicht helfen können. Die wichtigste Zutat, die ich benötige, ist sehr selten und darum sehr kostbar. Was ist es denn? Öl. Genauer gesagt, syrianisches Öl. Einige Varanda-Kaufleute hatten dies in früheren Zeiten aus dem tiefsten Süden mitgebracht. Es soll besondere Heilkräfte haben. Woher sie es hatten, wusste niemand. Leider aber geriet durch den Sieg König Robas gegen die Varanda im letzten Krieg das Geheimnis in Vergessenheit, sodass man nicht mal mehr in Varant dieses Öl finden wird. Und da wohl niemand mehr weiß, wo dieses geheimnisvolle Land Syrianern zu finden ist, werde ich wohl niemals dieses Öl bekommen werden. Aber... ich bin selbst schuldig, alter Träumer. Ich wollte unbedingt ein Heilmittel erstellen, das es ermöglicht, von allen Wunden geheilt zu werden. Wenn man den alten Berichten glauben darf, dann benötigt man nur einen Schluck von diesem Trank aus syrianischem Öl und anderen wichtigen Zutaten, um sich für eine längere Zeit selbst heilen zu können. Ja, ein Schluck würde bereits für mehrere Wochen ausreichen. Ich würde ein Vermögen für das Öl zahlen. Naja, zumindest 2000 Goldstücke, mehr habe ich nicht. Aber was rede ich da? Ich werde ja sowieso nicht an dieses Öl kommen.
Ich sollte mich lieber mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Ich glaube, diesem Mann kann geholfen werden. Syrianisches Öl. Von Ratio Farm. Dann haltet euch mal gut fest, Meister Kaio. Ich habe das Öl. Was soll das? Ich dachte, wir wären Freunde. Und nun nimmst du mich auf den Arm? Schäm dich. Ich nehme euch nicht auf den Arm. Schaut euch doch mal diese Flasche hier genauer an. Das gibt es doch nicht. Das ist tatsächlich... Nein. Nein, das kann nicht sein. Aber doch, es muss das Öl sein. Die Farbe. Der Geruch. Der Geschmack. Die kunstvoll verzierte Flasche. Tatsächlich. Syrianisches Öl. Was willst du hierfür haben? Wolltet ihr nicht 2000 Goldstücke hierfür geben? Für den Preis könnt ihr das Öl haben. Ja, klar. Abgemacht. Hier ist das Gold. Ich danke dir. Nun kann ich endlich an diesem Trank arbeiten. Die anderen Zutaten, die mir noch fehlen, werde ich schon irgendwie besorgen. Hammer. Hey. Dann gehen wir mal wieder nach draußen, ne? Und es regnet. Aha. Die sind jetzt kaputt. Warum sind die jetzt kaputt gegangen? Gregor ist auch in... Ach, schaut mal. Adamos Teleport zur Kapelle. Adamos Teleport zum Korsarenlager. Und was haben wir noch? Ein Lederbeutelchen mit ein bisschen Münzchen drin. Also, das ist ja echt der Hammer. Das muss man sich mal reinziehen. Also, das hat ja echt eine Wendung gegeben. Das ist ja der Oberhammer. Also, so langsam fällt es mir immer mehr. Jetzt mal, was ist denn jetzt hier? Soll ich mich mal den Korsarenlager mal teleportieren? Gucken wir mal. Wir haben hier unterschiedliche Teleport-Runenfarben zur Kapelle. Und, Moment mal, brauchen erstmal die hier erstmal nicht. 4 und die 5. So, und dann hier Teleportlager 4 und 5. Sicherheitshalber nochmal speichern und. Bin ich hier schon wieder gelandet? Hier war ich doch schon. Da, wo ich reingefallen bin. Ja, das ist die Kapelle. Die schon wieder da reinfallen. Oder so. Ach, wenn wir hier schon gleich sind. Gucken wir mal, was da hinten schwimmt. Ich kann mich ja sowieso wieder hierher teleportieren. Hier irgendwie was anderes, was ich noch nicht entdeckt habe. Heimatland. Was? Ah, hier gibt es die Fehler. Okay, verstehe. Schwerer Ast. Ach, interessiert mich nicht, ob da... Ja, der muss ja schwer sein, so würde er schwimmen, aber Wasseroberfläche. Okay, hier kann ich nicht rum. Es graut den Morgen. Ja, nämlich das habe ich immer aus der Ferne gesehen, was da hinten ist. Wollen wir mal gucken, was da zu finden ist. Wenn wir uns dann mal ein bisschen da hinbegeben. Ja, aus der Ferne sieht es aus wie ein kaputtes Boot. Mit umgestürzten Mast. Ist es ein Boot? Das kann ich noch nicht so ganz wahrnehmen. Oder ist es irgendwie nur... Ne? Das ist was ganz anderes. Hier ist was. Ja, was denn das? Ach du liebes Läuschen. Da wartet ja ein Heinz auf mich. Und ich komme noch nicht mal hier rauf. Ja,
Ja, Löchen. Du siehst mir nach einem Varenchen aus. Hier ist das kaputte Boot, richtig. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Ach, du liebes Läuschen. Das ist ein Varan. Ich wollte mich noch vorher umziehen. Das hätte ich mal machen sollen. So, jetzt hat er mich schon mal erspäht. Okay, jetzt schwimmen wir mal. Mist. Ich hätte meinen Pfeil und Bogen vorher spannen sollen. Oh, ist der fix. Ist der fix? Der ist sehr fix. Der ist viel zu fix. Kann ich gar nicht irgendwie vom Strand aus. Geht nicht. Aber er knabbert mich nicht an. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Mist von dir. Oh, Mist. Mache ich anders. Gehe erst rum. Also ich schwimme erst rum, ziehe mich an. Eine bessere Rüstung. Warte. Ess vorher noch lieber ein bisschen was, damit ich hier gestärkt aus der Geschichte hier eventuell wieder rauskomme. Rabenkraut, Mana-Bonus bringt das. Ockblatt, Lebensenergie-Bonus, Mondschatten, Nachtschatten, Schlagschatten. So, ich habe jede Menge Heilpflanzen, das ist gut. So, und jetzt rüber. Du sollst jetzt darüber fetzen. Neues. Ich werde jetzt wahrscheinlich schon so viel Putz haben, dass es eventuell geht. So. Also. Jetzt hat er im Wasser noch die Waffe eingesteckt. Das war knapp. Grüner Varan. Kurzschwert der Miliz, Erzbrocken. Hier gibt es jede Menge zu looten. Aber ein Kurzschwert der Miliz, das ist ja ein alter Hut. Ja, das ist so ein alter Hut, ist der. Junge, glaubst du es denn hier? So ein alter Hut. Und rüber. Nö, wir machen es anders. Basarenlager oder Kapelle, mal gucken, wo es. Nicht zur Kapelle, ach, in die Kapelle. Dafür ist auch... Jetzt verstehe ich, okay. Das ist ja mehr, ein Kapellenteleport. So. Dann wollen wir mal runter. Ach, du liebes bisschen. Ah, ja, richtig. Ich Dumpfkopf. Nicht schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Jetzt kommt von der gleichen Stelle der gleiche Typ. Nur mit anderen Klamotten. Ja, renn. Was ist denn jetzt passiert? Ich muss sie jetzt alle töten, denke ich mal. Das ist ja auch der Plan gewesen. Okay. Wird jetzt aber echt ein bisschen ulkig.
Vielleicht reagieren sie anders, wenn ich noch meine schwächliche Kleidung anhabe. Kann ja sein. Schnell hinterher. Okay. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du es dir anders überlegt? Willst doch lieber reden, was? Okay, nichts Besonderes. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Wohl, als ich rauskam aus der Kapelle, sind die ja irgendwie alle durchgedreht. Ich habe aber keine andere Rüstung angehabt als diese. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Okay. Mount. Ich dachte, du wolltest dich mit mir anlegen. Hast du es dir anders überlegt? Handeln? Ich kann ja noch handeln mit ihm. So, wo ist denn Emilio? Erik. Schiffswache. Wer war denn dieser... Ich dachte irgendwie, dieser Emilio wäre irgendwie mit bei den Korsaren. Ich habe jetzt den Namen verwechselt. Hier ist ein Korsar. Also ganz normalen Korsar. So. Hier ist ein Korsar, ein Offizier. Und sonst? Wie geht's so? 101, 102. Was soll schon sein? Geh jetzt! Ich hab zu tun! 102, 103. Oder was? Verdammt, ich muss nochmal von vorne anfangen. Okay, dann lassen ihn ja schön das Geld zählen. Wegen Zion. Jorn wird nicht erfreut über Zions Verschwinden sein. Er kriegt das sowieso noch früh genug mit. Aha. Jorn wird nicht erfreut. Er kriegt. Okay. Die vertrauen mir noch. Das ist gut. Haben wir hier unten noch einen vergessen? Was? Wie heißt der? Neknurtep. Hi, was machst du hier? Ich schlafe hier unten. Zu viel Alkohol, was? Zu viel Alkohol? Ich könnte ein ganzes Fass rumsaufen. Ach was, du siehst aus, als würdest du schon nach einem Krug Bier umkippen. Was? Ich höre wohl nicht recht. Bring mir noch ein Bier, dann werden wir sehen. Du hast schon genug getrunken. Ich muss dir wohl Manieren beibringen. Wer bist du, ey? Naja, egal. Ich bin so müde. Ich dachte schon, der wollte jetzt das Kämpfen anfangen. Ah, dafür haben wir ihm ein bisschen Geld gestohlen. Ja, okay, mehr gibt's auch nicht bei dem Neko Dingsbums da mit dem unaussprechlichen Namen. So klingt so leicht ägyptisch, so Tep am Ende. So wie Imhotep. Der großer Depp. Okay. Gucken wir doch mal ins Logbuch rein. Der verlorene Sohn gefundener Zettel, Dale will wissen, der Weg zu Roche. Vielleicht sollte ich jetzt echt zu Roche rüber, so wie das aussieht. Denn erfüllte Mission Schwarzmagier Zyron, der Schatz des Dorfes, Björns Kräuter, Korsan auf Adamos. Information über Roche ist alles schon erledigt. Bleibt mir also nichts weiter übrig, als nochmal rüber ins Dorf zu Roche zu gelangen. Bis dahin. Das müssen wir erstmal hier irgendwie gucken, ob wir hier an Costa vorbeikommen. Gibt's hier was Neues? Wegen der Korsaren. Wegen den Korsaren. Sprich. Die Korsaren haben einen Schwarzmagier namens Zyon bei sich. Verdammt, dann ist die Geschichte also wahr. Finde noch mehr heraus. Wir müssen unbedingt erfahren, was dieser Kerl hier will. Na, das werden wir doch. Zyon wird euch keinen Ärger mehr bereiten. Wieso? Er ist weg. Spurlos verschwunden. Echt? Ausgezeichnet. Jetzt sind die Korsaren schutzlos. Junge, du taugst was. Hier, nimm etwas Gold für deine Mühen. Lando wird dich nicht mehr aufhalten. Du findest Roche im hinteren Bereich des Gebäudes. Na, perfekt. Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig.
Dann ist ja gut. Dann kann ich ja endlich zu Rosch hoch. Lando. Costa hat mir gesagt, dass du in Ordnung bist. Kannst also zu Rosch. Mach aber bloß keinen Ärger. Naja. Werd mich mal umziehen, denn so halbnackt vor Rosch will ich ja da nicht auftauchen. Wer bist du denn? Hallo. Vanya. Hallo, was machst du hier? Was willst du, Fremder? Wenn es dir noch niemand gesagt haben sollte, dann sage ich es dir jetzt. Wir sind arm, also kann ich dir nichts geben. Aber ich wollte doch keine Almosen. Auch gut, dann störe mich nicht länger. Was, du kannst mir nichts geben? Wollen wir mal gucken. Aber 35 Gold könntest du mir geben, Vanya. Was haben wir hier? Ein leeres Blatt haben wir hier. Noch ein leeres Blatt. Noch eins. Ich habe so viele leere Blätter, ich könnte ein Buch schreiben. Söldner. Und Wagner. Ach, da bist du, Wagner. Da hält sich auch. Und da ist du bist also der Kerl, der bei den Korsaren spioniert hat. Costa hat mir schon gesagt, dass du viel über diese Burschen in Erfahrung gebracht hast. Eigentlich bin ich nur hier, weil ich wissen will, wohin die Orkschiffe gesegelt sind, die vor ein paar Tagen hier waren. So? Na, dann habe ich interessante Informationen für dich. Ich habe diese Schiffe gesehen. Sie sind mit dem Korsarenschiff hier angekommen, waren bestimmt ein Dutzend Schiffe, wenn nicht sogar mehr. Wir haben erst einen riesen Schreck bekommen, weil wir glaubten, dass die ganze Flotte hier anlegen würde. Dann wäre es natürlich aus mit uns gewesen. Glücklicherweise aber blieben nur die Korsaren und zwei oder drei Orks zurück. Wohin ist die Flotte gesegelt? Du musst es mir unbedingt sagen. Ach, muss ich? Ich bin nicht alleine hier. Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Wenn du nicht bereit bist, mir zu helfen, werden wir dir mal einen kleinen Besuch abstatten. Pah, davor fürchte ich mich nicht. Wenn du sowas vorhast, werde ich mich mit den Korsaren verbünden. So einfach ist das. Wenn es gegen die Männer des Königs gehen soll, werden schon Korsaren und Söldner zusammenhalten. Aber ich werde dich auch gar nicht von deinem großen Abenteuer abhalten. Von mir aus kannst du gerne erfahren, was du willst. Vorher aber musst du mir sagen, was mit den Korsaren los ist. Dann erst erzähle ich dir, wohin die Flotte gesegelt ist. Na schön. Dann werde ich dir erzählen, was ich weiß. Gut, ich höre. Weiß denn Roland nichts? Wegen den Korsaren. Doch. Ja? Ihr Anführer heißt Bjorn. Sie sind gut ausgerüstet und haben einen Spion nahe der Stadt. Ein Spion? Wie heißt er? Alvarez. So ein Mistkerl. Ich sorge dafür, dass er schon bald seine gerechte Strafe für seinen Verrat erhält. Weiter. Sie beschützten einen Schwarzmagier namens Zion. Beschützen? Jetzt nicht mehr, oder was? Nein, er ist verschwunden. Er ist weg? Endlich, jetzt sind die Korsaren am Arsch, sag ich dir. Ohne den Magier können sie einpacken. Wenn sie nicht mit mir verhandeln wollen, dann sind sie schon bald Geschichte. Sehr gut. Ich muss dir noch was sagen. Ich muss dir noch was sagen. So, was denn? Den Korsaren muss es irgendwie gelungen sein, nachts bei euch einzubrechen. Ach ja. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe gesehen, wie ein paar dunkle Gestalten mehrere Säcke mitgenommen haben. Hörte sich an, als ob die Säcke voller Gold wären. Diese verdammten Mistkerle, das sollen sie büßen. Die mache ich fertig. Du greifst das Korsarennest also an? Natürlich. Das heißt, nein, zumindest nicht sofort. Ich muss mir erst in Ruhe einen Schlachtplan ausdenken, sonst kann das noch ins Auge gehen. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Die Kerle sind gut bewaffnet. Habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Ich werde mal an der Stelle speichern. Und mal fragen, ob er nicht noch was vergessen hätte. Hast du nicht was vergessen? Vergessen? Wüsste nicht was. Du wolltest mir doch sagen, in welche Richtung die Flotte der Orks gesegelt ist. Ach ja, stimmt. Hatte ich tatsächlich ganz vergessen. Na, dann hör mal gut zu. Sie sind weiter nach Westen gesegelt. So wie es aussah, haben sie vor, die Korinseln zu erreichen.
Vielleicht ist Corana, vielleicht aber auch Corinnes ihr Ziel. Keine Ahnung. Ist aber schon ein paar Tage her, wo die Schiffe hier waren. Dann habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. Leb wohl. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Aber eine Frage hat Eine Frage habe ich noch. Was willst du wissen? Was unternimmst du jetzt gegen die Korsaren? Ja, genau. Ich werde bald einen Boten zu ihnen schicken. Wenn sie nicht bald von hier verschwinden, wird es zum Kampf kommen. Auf der Insel kann nur einer herrschen. Sie oder ich? Na, den Boten könnte ich doch machen. Die Option gibt es nicht. Nö. Schade. Na, mal gucken, was sich hier noch so alles im Haus befindet. Drei Fleischstückchen gebraten. Bett, oh, ein Himmelbett, ein Alchemietisch. Eine unverschlossene Truhe. Mit Traders Brief an Roche. Ring der Geschwindigkeit 3. Und eine Bauernkleidung. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gleich mal hier lesen. Was haben wir denn hier? Traders Brief. Der grüne Novize. Brief an Eltern. Brief an den Schiffring. Der alte Turm von Empfehlung. Jan Stahl. Erpresserbrief. Melius Notiz. Ja, die haben wir gelesen. Nächste Lieferung. Ring der Geschwindigkeit 1. Ring der Geschwindigkeit 3 haben wir jetzt da. Endlich ist es mir gelungen, der Ring der Geschwindigkeit ist hergestellt und die Ergebnisse sind erstaunlich. Mit diesem Ring wird jeder Geschwindigkeitstrank unnötig. In Windeseile konnte ich die ganze Insel überqueren. Einfach unglaublich. Ich werde jetzt nach Corinnes gehen und dort in Hannas Hotel absteigen. Hannas Hotel? Kennen wir doch. Dann werde ich nach einem Händler suchen, der mir den Ring abkaufen wird. Heringa. Aha. So, aber wir haben ja noch einen Zettel. Rezept Albins Fischsupp, Schmähzettel, das sind die ganzen Schmähzettelchen. Da war doch noch was, was habe ich noch gefunden? Traders Brief an Roche, richtig. Hey Roche, auf der Insel Adamos muss es ein Buch über Schutzzauber geben, welches wir für die Hebung des Schatzes gut gebrauchen können. Schließlich ist der in Nordmal eine gefährliche Gegend. Melde dich bei mir. Wenn du das Buch in deinem Besitz hast, Duke und Prince haben sich schon auf den Weg gemacht. Trader. Ja, das ist doch mal eine Information. Alchemietisch und ein Bett. Das werde ich jetzt erstmal schlafend belegen. Wir sind frisch und ausgeruht. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und die nächste Folge seht ihr beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ich sage Tschüss.